Moin Moin, Hero Maniacs, ist Sascha und ich begrüße euch am heutigen Donnerstagabend zu einem neuen Overwatch-Video. Ja, Freunde, heute geht es um aktuelles Thema, das ich aber auch ein bisschen aus persönlichen Gründen anspreche. Ja, so findet seit heute Abend die finale Wahl für das deutsche Overwatch-Weltcup-Komitee statt. Das heißt, momentan werden die Coaches und auch der Community-Lead gewählt. Und dank euren Stimmen in der Vorrunde bin ich als einer von 10 Nominierten für den Community-Lead aufgestellt. Ja, für diejenigen, die es nicht wissen, der Community Lead ist dabei so ein bisschen sowas wie das Bindeglied zwischen Team und euch als Zuschauern. Jemand, der dafür da sein soll, damit ihr endlich den Hype bekommt, den das deutsche Overwatch Weltcup Team verdient. Ja, und ich glaube einfach, dass ich hier in meiner Position mit dem aktuell größten deutschsprachigen Overwatch-Only-Kanal wirklich diese Rolle ganz gut ausfüllen kann, damit ihr auch wirklich die komplette Weltcup-Coverage bekommt. Ich will es nochmal ganz deutlich sagen, es geht nicht darum, dass ich spiele oder irgendwas. Das würde niemand wollen. Und auch wenn ich beim Team natürlich mitbestimmen könnte, ist das eher so die Rolle des General Managers, den Blizzard bestimmt hat, und des Coaches, der momentan von den Top 150 Spielern gewählt wird. Als Community Lead geht es wie gesagt einfach darum, dass man das Bindeglied zwischen Team und Community ist. Und mir würde es halt einfach helfen, auch Zugang zum Team zu bekommen, Zugang zu Scrims, euch auch mal Scrims präsentieren zu können, also wenn das Team trainiert, Videos zu machen, wo ich zum Beispiel euch die Spieler vorstelle. Letztes Jahr zum Beispiel hatten wir ein Weltcup-Team, was wirklich fantastisch war, mit ganz vielen tollen Spielern, die aber nicht das Rampenlicht bekommen haben, was sie hätten bekommen können. Als Community Lead hoffe ich einfach, das auszugleichen, dass ich wirklich mich hinsetzen kann mit den Jungs, euch die vorstellen kann, damit ihr wirklich wisst, hey, wem drücken wir da eigentlich die Daumen? Gleichzeitig würde ich das Team natürlich zu den Playoffs nach Frankreich begleiten, euch von dort Vlogs präsentieren, kräftig die Werbetrommel rühren und ich glaube einfach, ja, der Kanal, den ich hier unterm Hintern habe, der wird da natürlich ein bisschen helfen, dass die Videos auch wirklich bei euch ankommen. Ich bin ganz ehrlich, Leute, ich mache jetzt seit über 2,5 Jahren für euch Overwatch-Videos und es würde mich einfach sehr freuen, wenn ihr das schätzt, was ich hier tue und mich ja dabei unterstützt, indem ihr mir helft, die Rolle des Community-Leads zu erhalten. Ja, ganz wichtig, dafür müsst ihr aber abstimmen. Geht dafür also auf die offizielle Overwatch-Weltcup-Seite, die ist unten verlinkt. Dann müsst ihr ein bisschen runterscrollen und dort ist dann die Möglichkeit, sich einzuloggen. Loggt euch mit eurem Battle.net-Account ein und dann votet für Highscore Hero. Yep, da fehlt ein E, das liegt einfach am Battletech. Ich bin ganz ehrlich, ich habe Bock drauf, das Team zu begleiten. Ich habe Bock drauf, euch den Weltcup-Hype zu bringen. Alles, was jetzt noch fehlt, sind eure Stimmen und ich hoffe einfach, ihr gebt mir die, weil... Ja, ich bin bereit für diese Aufgabe und ich würde es einfach cool finden, wenn ich das Bindeglied zwischen Team und euch als Zuschauern sein könnte.